Vor 9 Jahren sollte der neue Flughafen in der Hauptstadt eigentlich schon in Betrieb sein. Stattdessen folgten Pleiten, Pech und Pannen. 6-mal wurde der Eröffnungstermin bereits verschoben. Die Kosten sind explodiert. 3 Geschäftsführer mussten ihren Job an den Nagel hängen. Baumängel hinter jeder Ecke. Jetzt aber, also heute konkret, soll es einen neuen Terminversuch geben. Ja, bei mir im Studio ist unser Reporter Stefan Wittmann. Schön, dass du bei uns bist, denn du hast Anfang der Woche den BER besucht. Nicht bloß von außen, ihr wart auch drin, konnte da alles sehen. Und wenn ich mir das so überlege, am Dienstag hieß es dann, also am Tag drauf, es gibt noch 16.000 Mängel. Ja, wie ist dein Eindruck? Was sieht man davon oder was sieht man nicht davon? Die hat man auch schon sehen können. Es war erstmal so, dass wir da auf dieses Gelände gefahren sind und das Hauptterminal von außen sah dann schon relativ fertig aus. Dann sind wir ein bisschen reingegangen und es war dann irgendwo, hat es geblitzt, geblankt. Die Check-ins, wo man dann als Passagier letztlich steht, die sahen schon ganz hübsch aus. Da muss man dazu sagen, es war ein Bild- und Pressetermin, also ein Foto- und ein Filmtermin. Die schönen Sachen hat man euch gezeigt. Genau, wir haben quasi das gesehen, was wir sehen sollten. Ab und zu hing dann doch noch ein Kabel aus der Decke. Klar, ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, wird noch gebaut. Also die haben schon noch einiges zu tun, die 16.000 Mängel. Da sagt die Flughafengesellschaft auch, naja, das kann man so und so interpretieren. Wir sind ja noch nicht fertig mit dem Bau. Oktober 2020 soll es dann fertig sein. Nun kann jedes Schräubchen ein Problem sein, eins dieser 16.000, aber das Hauptproblem war ja der Brandschutz. Hat man euch dazu was gesagt, gezeigt? Hat man das im Griff? Nee, tatsächlich gar nicht. Also Fragen stellen war da zwar erlaubt, aber die wurden dann auch gekonnt ignoriert. Das war tatsächlich nur ein Termin, wo wir Bildmaterial sammeln konnten. Es ist ja unfassbar, was da alles passiert ist. Da wurden Brandschutzwände eingebaut, die keine Brandschutzwände waren. Dann wurden Dübel eingebaut, die aus Plastik waren, dürfen da nicht sein, wurden mit Metalldübeln ersetzt. Jetzt haben die nicht die richtige Norm, weil alles schon veraltet ist. Also da ist trotzdem noch einiges zu tun und auch die Dampfabzugshauben damals, das war ja alles eine ganze Katastrophe. Jetzt geht's ja um den Termin dann heute Nachmittag. Der soll endgültig verkündet werden. Mal wieder, wie gesagt, wurde zigmal verkündet. Wie ist denn dein Eindruck? Also ich denke, wir können sicher sein, im Oktober öffnet das Ding, nur das Jahr steht noch nicht fest. Oder? So kann man es auch sehen, ja. Also Oktober soll jetzt schon mal sicher sein. Man muss jetzt dem Flughafenchef Lütke Daldrup eins zugutehalten. Er ist 2017 gekommen und hat einen Unterschied zu seinen Vorgängern gemacht, nämlich er hat nicht von Jahr zu Jahr den Termin verschoben, sondern er hat sich 3 Jahre Puffer eingeraumt. Die sind jetzt dann bald um. Mal gucken, ob heute Abend dann tatsächlich eine Entscheidung fällt. Sind wir gespannt. Jetzt gucken wir uns die Bilder mal an, die du uns mitgebracht hast in deinem Beitrag. Noch wird gebaut, trotzdem ist der Flughafen Berlin schon jetzt ein Symbol für Fehlplanung und Missmanagement. Jetzt geht's wieder mal ums Ganze. Das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase, denn der 7. Starttermin für den Flughafen Berlin soll jetzt veröffentlicht werden in dieser Woche. Und wir können uns jetzt mal drinnen umschauen, wie die Mängel behoben worden sind. Eigentlich sollten 2011 die ersten Flieger abheben, die Mängelliste allerdings dicker als jeder Roman. Brandschutzmängel, defekte Türen, Rolltreppen, die zu kurz gebaut wurden, Deckenventilatoren, doppelt so schwer wie die Statik eigentlich erlaubt, Kabelkanäle, die kilometerweit ins Nichts führen. Die geplante Eröffnung im Oktober 2011 wird verschoben, auch im Juni 2012. März 2013 und Oktober 2013 geht nichts voran. Die Fehlplanung verhindert auch einen Start 2014, 2015 sowie im Oktober 2017. Das neue Ziel, Oktober 2020. Die Baukosten sind währenddessen von ursprünglich 1,7 Milliarden Euro auf rund 6,5 Milliarden gestiegen. Kritiker bemängeln trotzdem. Bei geplant 28 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Flughafen viel zu klein. Es droht ein Chaos. Das heißt, nach dem baulichen Desaster, dem finanziellen Desaster, werden Sie jetzt das dritte Desaster erleben, nämlich das betriebliche Desaster, wenn der Flughafen eröffnet wird. Die Flughafengesellschaft reagiert, baut ein zweites Terminal. Das allerdings wird wohl erst deutlich nach der Eröffnung fertig sein. Oberflächlich sah das jetzt eigentlich ganz schick aus, aber wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit, hinter die Fassade zu schauen, ob da denn noch Mängel sind. Jetzt liegt es aber erstmal am Aufsichtsrat zu entscheiden, wann hier gestartet werden soll. Es könnte der Abschluss einer Never-Ending-Story werden oder nur ein weiteres Kapitel im endlosen Durcheinander.